Wir sind uns bewusst, dass es heutzutage nicht einfach ist, zum Lehrling zu finden. Wir müssen uns aber einfach bemühen, zum Lehrling zu akquirieren. Wir müssen etwas dafür tun. Wir haben momentan noch keine Mühe, zum Lehrling zu finden. Wir arbeiten aber daran und wir sind sehr engagiert. Es ist einfach so, wenn man Lehrling will, heutzutage, muss man etwas dafür tun. Die Lehrlinge laufen einem nicht einfach so ins Haus hin. Wir schauen, dass wir jährlich in die Oberstufe bei uns regional uns vorstellen als Lehrbetrieb. Da haben wir gemerkt, es kommt sehr gut an. Wir gehen meistens in die zweite Sek oder Realklasse. Wir stellen uns dort vor, weil es dann gerade so in der Herbstferien oder vor der Herbstferien, September, Oktober, dann fangen sie an Bewerbungen zu schreiben, dann fangen sie an Schnupperlehren zu suchen. Das kommt sehr gut an, haben wir gemerkt. Wir decken zwei Oberstufenschulhäuser ab und dadurch, dass wir ein sehr regionaler Betrieb sind, haben wir unsere Nachbargemeinden dadurch abgedeckt und haben so grossen Erfolg bei der Lehrlingssuche. Ich habe noch andere Sachen geschnuppert. Zusätzlich, als ich noch in der Sek war, ist mal der Christian als Chef und noch mal einer, ich glaube ein Lehrling, sind mal in die Schule gekommen und haben den Beruf vorgestellt. Hat mich aufmerksam gemacht, einerseits auf den Beruf, andererseits aufs Geschäft. Dann, eben weil ich allgemein handwerklich interessiert bin, bin ich dort geschnuppert. Hat mir sehr gefallen, bin sogar eine zweite Woche geschnuppert und hatte dann eigentlich fast den Lehrvertrag schon gehabt. Wenn es dann zu einer Schnupperlehre kommt und sich jemand für das begeistern kann, ist es einfach so, dass man halt den jungen Leuten heute Erlebnis bieten, sage ich. Man muss 5 Tage beschäftigen. Und zwar in dem Sinn beschäftigen, dass man Tag für Tag etwas anderes macht. Es ist heute so wie mit dem digitalen Zeitalter. Es ist so schnelllebig und so schnelllebig solltest du auch eine Schnupperlehre gestalten. Das heisst, wir haben es jetzt so, dass wir es wirklich maximal 2 Tage bei den gleichen Mitarbeitern schicken und dann tun wir es an einen anderen Ort hin. Und das ist einfach in dieser Woche so viel wie möglich gesehen und dass sie so ein Erlebnisfaktor haben. Und da haben wir auch gemerkt, und sehr gut da, dass sie einfach so viel wie möglich vom Beruf gesehen. Also ich habe mich beim Wagner beworben und durfte eine Woche schnuppern. Nach dieser Woche ist mir gefragt worden, ob es mir gefallen hat und ob ich mir den Beruf vorstellen kann, den zu lernen. Und dann habe ich mit Ja beantwortet. Und dann hat es geheißen, ich soll noch mal vorbeikommen, wenn es ein schlechtes Wetter ist, dass ich auch im schlechten Wetter sehe, wie es ist, zu arbeiten draussen. Und das hat mir eigentlich auch sehr gefallen, weil du halt eben in jedem Wetter bist draussen und egal, ob es jetzt schneit oder regnet, du bist draussen und bist am Arbeiten. Wenn bei uns ein Schnupperlehrling eine Woche absolviert hat, dann schaue ich, dann haben wir noch das Zeugnis an, Schulzeugnis an, die letzten 2 Jahre Oberstufe meistens. Schau vorwiegend auf Mathematik, Geometrie. Alles andere ist nicht so relevant, sage ich jetzt einmal. Und für uns ist es wichtig, dass er einen Willen zeigt in dieser Woche, dass er pünktlich ist diese Woche und dass er anständig ist. Es braucht also, wie man hört, nicht wahnsinnig viel, dass man zu einer Lehre kommt.